Das ist das Josefskreuz in der Nähe von Stolberg im Harz. Es ist das größte Doppelkreuz der Welt.20 Kilometer Nordhausen in diese Richtung. In 90 Kilometern der Inselsberg in Thüringen. Ah ja, in 20 Kilometern der Kyffhäuser. Der ist sogar zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich zoomen kann. Kann ich. Ich sehe nichts auf dem Display. Ich filme einfach. Breitenbach in 10 Kilometern. Also mein Lieblingssatz kommt jetzt, unser Einsatz meines Lebens. Neuhaus 14 Kilometer. Petersberg, das habe ich schon mal gehört. In Halle gibt es auch einen Petersberg, 67 Kilometer. Silberhütte 8 Kilometer. Dankerode hat man auch schon mal gehört, 9 Kilometer. Harzgerode 11 Kilometer. Hatte ich die Seite schon? Ramberg 12 Kilometer. So, über mir ist viel nichts. Also höher geht es sowieso nicht. Aber für mich auch nicht ungefähr. Wie hoch sind wir? Nee. Ich habe es vergessen. Wie hoch ist der? 30 Meter sind das nur? 38 Meter. Oh, also ich halte jetzt mal nur mein Handy raus. Aber mir wird schon, nee, also, oh, ich weiß nicht, ob man was sieht. Ich sehe nichts. Ich gucke auch nicht hin. Oh. Im oberen Teil ist diese Wendeltreppe. Und dahinter sieht man dieses, Gestänge. Vertrauenserweckend. War ich auch mal. Ich grüße alle aus der 9C. So, abwärts. Also am liebsten würde ich die Augen zumachen. Oh Gott. Oh Gott, ne, glatt ist es auch noch. Ach, das ist ja interessant. Die Sitzbänke, also die Wege dahin, sind wahrscheinlich dem Doppelkreuz noch nachgeahmt. Sehe ich gerade, also trotz meiner zitternden Knie und meiner Angst hier oben. Dort auch, ne? Kann man sehen, hoffe ich. Ist mir jetzt auch egal, ob man es sieht oder nicht. Oh, Leute, nee.
Nie wieder steige ich auf solche Türme. So, jetzt ist wieder hier eine andere Treppe. Aber trotzdem, dahinter ist auch gleich Schluss. Oh. Ach so, hier wäre das Kreuz. Ach na eben, das muss ich noch jetzt mal filmen. Das habe ich jetzt ja nicht gesehen. Hier sind die Ausleger. Ja, na klar, das muss ich ja filmen, deshalb bin ich ja hier. Hier ist der Ausleger. Das sind so wie kleine Würfelchen, aber nur in Stahlkonstruktionsform. Da ist der nächste Ausleger vom Kreuz. Da ist aber die Wendetreppe. Heul nicht, mir geht es viel schlimmer hier oben. Und da ist der vierte Ausleger. Nee, runter. Häuser, Bildmitte. Jetzt kommt natürlich die Sonne raus, jetzt wo ich runtergehe. Der Brocken, Bildmitte, die großen Schneeflächen gehören zum Brocken. Bin ich jetzt auf so einer Plattform. Ehrenkranz und Schleife. Oh Gott, schaffe ich jetzt eine Runde hier außen? Ich mache es einfach mal schnell. Oh, es gibt kein Zurück. Also entweder eine Runde oder zurück. Am besten, ich stelle das ohne Ton rein, damit ihr meine Angst nicht hört. Gucke ich sogar mal runter. Oh Gott, nee. Ich bin stolz auf mich. Das Josefskreuz ist das größte eiserne Doppelkreuz der Welt. Und es wurde 1896 erbaut. Vor uns stehen 123 Tonnen Eisen, die durch 100.000 Nieten zusammengehalten werden. 200 Stufen sind es bis hoch und dann befindet man sich in einer Höhe von 38 Metern. Und hat bei super Sicht einen herrlichen Blick auf den Südharz. Kostet 4 Euro. Heute war es glatt. Ach, und ansonsten ganz easy. Zwinker-Smiley.